Siezersport TV. Eure Stars hautnah. Wird Ihnen präsentiert von folgenden Partnern. Hallo liebe Fußballfreunde und herzlich willkommen aus Eugendorf. Hier absolvierten nach einer langen, langen Spielpause der USC Eugendorf und der SV Grödig heute ihr erstes Testspiel. Beide Mannschaften befinden sich seit Mitte Mai voll in der Vorbereitung für die neue Saison. Jetzt zeigen wir Ihnen die Highlights des Spiels und danach haben wir noch die beiden Trainer Asim Delio und Heimo Pfeifenberger bei uns zu Gast. Siezersport TV. Eure Stars hautnah. Es war ein wunderschöner Mittwochnachmittag hier in Eugendorf zum Testspiel USC Eugendorf gegen den SV Grödig. Geleitet wird das Spiel von Andreas Winkler. Hier sehen wir die beiden Kapitäne. Die beiden Trainer Asim Delio und Heimo Pfeifenberger einigten sich darauf, dass dieses Spiel aufgrund der langen Corona-Pause nur 2x35 Minuten stattfindet. Und wir gehen auch gleich rein in dieses Spiel. Beide Mannschaften von Beginn an sehr engagiert, sehr bemüht. Aber man merkte natürlich, eine 7-monatige Pause geht nicht einfach spurlos an den Spielern vorbei. Wenn Chancen passieren, dann meist durch Eigenfehler hier. Ein Schnitzer des Torhüters des SV Grödig, Riesenchance für den USC Eugendorf. Allerdings konnte der Torhüter diese Möglichkeit selbst wieder ausbügeln. Dann dasselbe auf der anderen Seite. Riesenfehler des Torhüters des USC Eugendorf, aber auch der SV Grödig kann diese Möglichkeit nicht nützen. Hier sehen wir Heimo Pfeifenberger, er ist natürlich nach wie vor in Österreich eine absolute Legende. Jetzt gehen wir in die 30. Spielminute, toller Wechselpass hier auf Christoph Kobleder. Er bringt den Ball zur Mitte und da ist Marco Thaler und er erzielt in der 30. Spielminute das 1:0 für seine Mannschaft, 1:0 für den USC Eugendorf. 30. Minute durch Marco Thaler, hier können wir uns diesen Treffer noch einmal ansehen, toll zur Mitte gespielt und Marco Thaler braucht den Ball nur über die Linie drücken. Einen haben wir dann noch im ersten Durchgang, ein Freistoß für den SV Grödig, aber dieser Ball geht deutlich am Tor vorbei. Also 1:0 zur Pause für den USC Eugendorf, der SV Grödig kam deutlich engagierter aus der Kabine, hier sehen wir Aftic und Erdogan, beide befinden sich wieder voll in Spiellaune, wie man das hier beobachten kann. Der SV Grödig versucht natürlich jetzt hier den Ausgleich zu erzielen. Hier ein Weitschuss, der knapp über das Tor geht, ein Pass zur Mitte. Aber immer wieder kann der USC Eugendorf klären. Hier die darauffolgende Ecke bringt nichts ein. Natürlich ging es auch darum, sich nicht zu verletzen. Und beide Mannschaften mussten sich natürlich immer wieder ein bisschen rantasten. Wenn ein Freistoß war, dann sah das oft so aus, dieser hier ging deutlich am Tor vorbei. Es dauerte bis zur 63. Spielminute, bis zur nächsten Riesenmöglichkeit hier für den SV Grödig, aber toll gehalten vom Torhüter des USC Eugendorf. Die letzte Chance des Spiels hatten dann allerdings die Eugendorfer. Hier ein Eckball und da kommt man zum Abschluss, der Ball wird geblockt. Noch ein Schuss, aber die Eugendorfer bringen den Ball nicht im Tor unter und somit bleibt es beim 1:0-Sieg für den USC Eugendorf. Jetzt haben wir noch die Stimmen zum Spiel mit Asim Delio und Heimo Pfeifenberger. So, jetzt bei uns der Trainer des USC Eugendorf, Asim Delio. Asim, so lange kein Spiel. Was ist denn dein Fazit? Wie zufrieden bist du jetzt nach der heutigen ersten Partie? Ja, Silvio, wie gesagt, ist ewig lang, dass wir kein Fußballspiel mehr gehabt haben. Zum Glück darf man wieder durchstarten. Wichtig ist heute mal, dass sich keiner Beton hat, weil nach so langer Zeit, speziell in einem Pflichtspiel, glaube ich, hat es andere am Wochenende schon, was man hört, ein bisschen erwischt. Bei uns hält es gut, der Hannes hat ein bisschen Schenkel gekriegt, aber das ist nicht so tragisch. Wichtig ist heute keine Verletzten. Alles andere erarbeiten wir uns jetzt wieder schön langsam. Das sind natürlich Sachen, die muss man jetzt wieder detailliert angehen, weil ist schon klar, dass nach 9 Monaten kein Pflichtspiel, da was nicht alles passen kann. Also Asim, erster, also zweimal Erster in der Salzburger Liga, zweimal ist die Saison aufgrund von Corona abgebrochen worden. Wie gehen wir denn in der Mannschaft mit so einer außergewöhnlichen Situation um? Ja, im Endeffekt bleibt uns nichts anderes übrig. Also wir haben einfach weiterzuarbeiten. Fertig. Wir haben das abgehackt, der Ärger ist verflogen. Diese 1-2 Tage haben wir uns selber nehmen müssen, das sollte man jedem zugestehen. Aber im Endeffekt hilft es nichts. Es ist so, wie es ist. Die Situation ist so, der Verband hat das so entschieden.
im Endeffekt haben sie nicht viel ausmengen, sage ich einmal. Und nichtsdestotrotz sage ich, es gibt Schlimmeres, wie dass man nicht aufsteigen darf, wenn man rundum schaut, was alles passiert. Wichtig ist jetzt einfach, verletzungsfrei durchkommen, wirklich schauen, dass wir die Zeit, wo wir nichts da haben, aufarbeiten und dann kontinuierlich weiterarbeiten. Und wenn wir das dann bin ich mir sicher, dass wir wieder vorne mitspielen können. Also machen wir so keine Gedanken. Also ist der Aufstieg jetzt für die kommende Saison eigentlich fix eingeplant, vor allem wenn die Ligareform kommt, oder? Na, fix ist gar nichts. Okay, also erarbeiten muss das, das braucht man nicht diskutieren. Okay. Aber für das, glaube ich, sind wir alle da. Die Burschen sind bereit und wir sind sowieso als Trainer die Nervensägen. Wir hören da sowieso nicht auf, die Burschen immer wieder sticheln, sticheln, sticheln und die haben zum Weiterarbeiten, so wie wir das dann. Aber fix ist gar nichts, weil erarbeiten muss das. Ich meine, es tut jeder ein bisschen was. Okay, ob das jetzt Golling ist, ob das Dolgau ist, ob das Halbung ist, die Kandidaten werden alle mitreden. Und deswegen, da gemeine Wiesn ist da gar nichts, dass du zwischen 1 und 6 stehst, sondern du musst dir das einfach erarbeiten. Und das werden wir aber tun. Ich meine, das ist ja grundsätzlich unglaublich. Wie groß ist, glaubst du, die Wahrscheinlichkeit, wenn es die Reform nicht kommt, dass man das wieder schafft, wieder am Ende des Tages auf Platz 1 zu stehen? Naja, ich meine, für einen Titel muss alles zusammenpassen. Okay? Was ich glaube, heuer so ein größeres Problem bei uns hier ist einfach vielleicht diese mentale Geschichte. Inwiefern sie diese Burschen wieder komplett auf das einlassen können, dass man wirklich Woche für Woche abruft. Weil im Endeffekt war es halt letztes Jahr so, dass du mit 2 Verlustpunkten eigentlich abbrochen wirst und so schnell wirst du sowas nicht wieder spielen. Möglich ist es allemal, da bin ich überzeugt davon. Aber nur ist es eine Frage, inwiefern wir die Burschen einfach dorthin bringen, in dem psychologischen Effekt auch einfach, dass sie wirklich Woche für Woche wieder abrufen, dass sie dieses Ziel wieder komplett irgendwo haben und dass man das dann nachher auch wieder komplett verfolgt. Und das wäre das Entscheidende, werden, sage ich. Asim, herzlichen Dank, dass du bei uns warst. So, jetzt Danke haben wir dann gleich noch den Trainer des SV Grödig, Heimo Pfeifenberger, bei uns zu Gast. Siezersport TV. Eure Stars hautnah. So, jetzt bei uns Heimo Pfeifenberger, der Trainer des SV Grödig. Heimo, auch für euch nach einer langen, langen Zeit wieder mal das erste Spiel. Das Ergebnis ist wahrscheinlich heute ein bisschen nebensächlich. Wie zufrieden bist du mit der Leistung von deinen Burschen? Ja, zuerst muss ich euch einmal gratulieren, dass das noch da macht. Das finde ich voll eine coole Geschichte. Ist nicht so selbstverständlich und wünsche euch alles Gute. Danke. Für das Projekt finde ich echt cool, weil ich glaube, im Amateurfußball hat man schon eine sehr große Reichweite und es gibt so viele interessante oder Interessenten und ja, finde ich cool für Fußball. Zum Spiel heute war natürlich ein guter Gegner mit Eugendorf, das wissen wir, die sind in der Salzburger Liga ein sehr guter Gegner, spielstark. Ich war mit der Leistung eigentlich schon auch zufrieden, weil sehr viele Junge auch dabei waren und haben auch einige gefehlt. Nicht nur bei uns, auch bei Eigendorf. Also. Und das sind jetzt einmal die Anfänge. Wir sind alle froh, dass wir wieder normal trainieren können und dass wir im Spielen können, weil das hat vor einem Monat oder eineinhalb Monaten noch nicht so gut ausgeschaut. Und ja, jetzt hast du es zubetasten und einfach eine Gaudi dabei haben. Jetzt haben wir ja letzte Saison, wo die Saison wegen Corona abgebrochen worden ist, im Mittelfeld von der Regionalliga beendet. Wo sind denn so eure Ziele oder wo denkt ihr, orientiert ihr euch heuer hin? Ja, ich glaube, dass das in Wahrheit dieselbe Ausgangssituation ist wie letzte Saison. Der Kader ist fast gleich geblieben. Wir haben natürlich auch schon ein paar Spieler verloren, muss ich sagen. Also mit Kadria, mit Trini, der ist jetzt noch im letzten Abdruck zu Ani von mir gewechselt, Nika Petrit und der Jukic, Mersotin ist ja im Winter schon gegangen. Also in der Offensive haben wir schon einiges verloren, haben aber auch gute junge Spieler wieder gekriegt, muss ich sagen. Also mit Wienerreuther Markus, was er 2003er ist, auch mit Savic, Milos. Dann haben wir noch in Hirmann Luki gekriegt, was eigentlich aus so ein bisschen ein No-Name ist. Also ich glaube, wir haben eine sehr spannende Mannschaft, auch mit wirklich Jungen dabei, da trainieren sie regelmäßig jetzt da schon 2005er mit. Und das ist einfach auch so das Ziel jetzt vom Verein, dass man erstens im Verein einmal auf gute Strukturen wieder setzt. Im Nachwuchs haben wir komplett umkrempelt, starten wir ganz ein neues Modell. Und das ist jetzt einmal einfach so die Philosophie vom Verein und von der Mannschaft. Und ja, ich glaube, wenn wir Gas geben, so wie letzte Saison zum Schluss raus, ist da auch einiges möglich. Aber die Liga ist sehr eng, also du kannst Zehnter sein, kannst aber genauso gut Zweiter sein. Also von dem, das wird sicher wieder eine spannende Meisterschaft. Heimo, herzlichen Dank, dass du dir noch kurz Zeit genommen hast. Und ich wünsche euch, oder wir wünschen euch natürlich für die neue Saison alles Gute. Wir von Siezersport TV freuen uns natürlich, dass der Ball im Unterhaus jetzt wieder rollt. Und verabschieden uns jetzt hier aus Eugendorf und wünschen euch alles Gute. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.